Hallo Wassermann, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für die nächsten 48 Stunden für dich steht. Ja? Schauen wir mal, Wassermann. Vaya, Wassermann. Also Ritter der Schwerter, du weißt schon. Schnelligkeit, abrupte, schnelle Kommunikation. Ja, etwas abrupte, energisch. Ja, jemand hat's eilig irgendwie. Schau mal hier. Ritter der Münzen, die Sonne, Ritter der Schwerter. Die Sonne spricht für Sternzeichen Löwe, Wassermann. Aber hier jemand möchte was mitteilen, ne? Sehr schnell, weil es einfach, es ist wert. Ja, für diese Person ist wichtig, diese Situation mitzuteilen, weil irgendwie ist hier sehr wichtig, eine sehr wichtige Situation ist hier zu sehen. Schau mal, wie viele Ritter ich habe. Ritter der Kelche, Ritter der Münzen, Ritter der Schwerter. Es ist eine ernste Sache hier, ne? Es ist ernst, ja. Es ist tatsächlich ernst. Schau mal, welche Karten gekommen sind. Wassermann. Sehr interessant. Wir haben ein König der Kelche, zwei der Stäbe, Königin der Schwerter. König der Kelche, zwei der Stäbe, Königin der Schwerter. Dass du die Königin der Schwerter bist, könnte sehr möglich sein. Also Waage, Wassermann, Sternzeichen Zwilling. In der Mitte habe ich zwei der Stäbe und ein König der Kelche, Fische, Krebs, Skorpion. Ja? Es ist ja sehr interessant, weil wir haben hier mit einer Situation, Wassermann, wo jemand am Nachdenken ist. Es gibt hier eine Person, die am Nachdenken ist. Und wie du siehst, diese zweite Stäbe schaut auch der König der Kelche an. Ja? Es kommt hier eine Kommunikation, Wassermann. Sehr möglich. Nee, sehr möglich, ich habe es ja gerade gesagt. Es kommt eine abrupte, schnelle Kommunikation, Wassermann. Oh je. Und möglicherweise von einer Person, die du auch kennengelernt hast. Eine neue Situation vielleicht, Wassermann. Vielleicht rechnest du nicht mal mit dieser Sache, Wassermann. Vielleicht diese Person hast du ja kennengelernt, schon und gut. Es war schön, es war. Und aber irgendwie plötzlich meldet sich diese Person wieder bei dir. Abrupt, schnell, energisch. Diese Person hat es eilig jetzt. Diese Person möchte dich vielleicht nicht verlieren, ne? Also es gibt hier eine Situation von Kommunikation. Was ich sehe, ist eine Königin, die möglicherweise in eine gewisse Defensive sich stellt, weil es gab da vielleicht eine Sache, die nicht deutlich war. Es war konfus, als man diese Person vielleicht kennengelernt hat. Vielleicht es gab eine andere Person da, es gab diese Person war noch nicht frei. Keine Ahnung, irgendetwas ist da, deswegen ist die Königin der Schwerter auf eine Defensive. Also sie wird schon eine Entscheidung treffen, aber ohne viel Gefühle. Also die Königin der Schwerter ist sehr mental und Logik und einfach trifft einfach eine Entscheidung, ja? Weil ich denke, Wassermann, möglicherweise wirst du gerade auch zwischen zwei Personen sein. Jetzt kommt diese Person, die du vielleicht gar nicht jetzt erwartet hast, ne? Die du gar nicht erwartest und kommt, aber vielleicht ist auch schon jemand da bei dir. Unabhängig von diesem König der Kelche, den Sternzeichen, unabhängig von diesen Sternzeichen, also hier haben wir eine Person, die verliebt ist, ja.
Unabhängig, ja. Aber wie gesagt, Wassermann, es gibt hier eine Entscheidung zu treffen. Es ist deutlich. Also die Energie für dich, Wassermann, für die nächsten 48 Stunden zeigt sich deutlich. Im Prinzip solltest du abrupt, schnell von dem Nix eine Kommunikation bekommen. Eine Kommunikation bekommen, ja. Von einer Person, die du kennst, aber mit dem du keine Beziehung hattest, sondern du, ja, du kennst diese Person, das war eine Person, die sehr langsam sich viel Zeit gegeben hat, also eine Person, die extrem langsam ist, möglicherweise, weil diese Person andere Sachen zu erledigen musste. Und jetzt stehst du da und sagst, ja, schön und gut, aber was mache ich jetzt? Jetzt muss ich natürlich eine Entscheidung treffen. Jetzt muss ich schauen, was für mich die beste Entscheidung ist. Und das werde ich kalt, mental, mit Logik und Intelligenz machen. Ich werde nicht irgendeine Entscheidung treffen, wo ich vielleicht denke oder Zweifel habe, dass die andere Person vielleicht noch an jemand anderen denkt. Also hier muss doch irgendwie schon ein Kompromiss da sein, von der anderen Seite auch kommen. Ernst, es muss schon irgendwie, ja, und ohne jegliche Abhängigkeiten oder Gefühle von, nee, es muss frei, schön sein, aber es muss ehrlich und es muss ernst sein, die Situation, ja. Also, Wassermann, ich bin stark neugierig, ja? Das kannst du mir glauben. Ich bin stark neugierig. Also danke schön, dass du da bist, dass du mich zuhörst. Das ist die Energie für dich für die nächsten 48 Stunden. Wir sehen uns übermorgen und ich wünsche dir einen schönen Tag, ja? Bis dann, tschüss.